Guten Morgen, Herr Jam, herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 und heute mal wieder mit einem Offroad-Aufbau. Und zwar werde ich heute fahren den 2015er Subaru WRX STI. Und ich habe mir gedacht, ich werde den Wagen sowohl über die normale, also über die Straßenteststrecke fahren, als aber auch über die Offroad-Teststrecke. Einfach nur, weil ich ihn irgendwie in beiden Gebieten sehe und mich interessieren würde, wo er da steht auf der normalen Teststrecke. Möchte aber auf der anderen Seite auch ein paar mehr Zeiten auf der Offroad-Teststrecke sehen. Und deswegen habe ich mir einfach den Entschluss gefasst, dass wir heute mal zwei Zeiten fahren werden mit dem gleichen Fahrzeug. Aber gut, ich habe wie immer natürlich ein paar Daten zu diesem Wagen rausgesucht. WRX steht für World Rally Experimental. STI steht für Subaru Technica International. Wir haben einen 2,5 Liter Vierzylinder Boxermotor mit 300 PS und 407 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze auf knapp über 1,5 Tonnen Leergewicht. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 5,2 Sekunden. Eine Topspeed hat er von 255 km/h. Da ist er abgeriegelt. Preislich hat dieser Wagen begonnen bei ungefähr 45.900 Euro. Und wie so ziemlich alle Subaru-Modelle verwendet er das sogenannte symmetrische Allradsystem. Heißt im Prinzip einfach nur, ganz grob runtergebrochen, es ist ein Allradsystem. Und die Räder, welche Traktion haben, bekommen Power. Also unter normalen Umständen bekommen alle Räder Kraft. Wenn jetzt ein Rad Traktion verliert, dann wird da nicht die Power weggenommen, sondern die anderen bekommen einfach mehr Power. Das ist im Prinzip so ganz, ganz grob runtergebrochen, wie das System funktioniert. Wir gucken uns auch mal den Motor zuerst mal an. Da ist er. Das relativ kleine Motörchen. Wie gesagt, 2,5 Liter. Für einen 14er relativ groß, muss man sagen. Aber generell nicht unbedingt das größte Gefährt. Ja, trotzdem, wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Wagen, auch vom Innenraum her. Kann ich nicht meckern und ich würde sagen, wir werfen den Wagen einfach mal an. Das klingt nicht schlecht, würde ich sagen. Und ja, ich würde gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir werden jetzt zwei Zeiten fahren und ich würde sagen, wir beginnen mit der Zeit auf der Straßenteststrecke. So, da ist er an der Startlinie der WRX. Und wie gesagt, wir haben ein Allradsystem, das heißt, der Start geht super smooth voran. Das Getriebe an sich ganz okay. Also das ist durchaus ein akzeptabler Wert, ein akzeptables Standard, mit dem man arbeiten kann. Und die 300 PS schieben tatsächlich ganz, ganz ordentlich. In die Kurven geht das sehr schön. Wir haben ein ganz nettes Fahrwerk hier, einiges an mechanischem Grip. Und generell würde ich einfach sagen, ist der WRX eine super solide Basis, ein ja, grundsolides Fahrzeug einfach nur. Ein guter Allrounder, wie ich finde. Also, gibt wenig, was ich dem Wagen ankreiden würde. Aber natürlich noch einiges, was man durchaus verbessern kann. Zum Beispiel, ich würde das Getriebe tatsächlich noch ein wenig kürzer machen. Einfach nur alleine dem Fakt geschuldet, dass wir doch ein leichtes Turboloch haben. Wo wir nicht unbedingt reinfallen wollen. Was jetzt nicht unbedingt das größte Problem ist, wenn man perfekt schaltet, aber es kann halt schon mal passieren, dass man dann sagt, okay, der Schaltvorgang lohnt sich nicht, weil jetzt noch das Turboloch reinkommt. Also man kann einfach damit vielleicht noch ein paar Zehntel rausholen. Und wenn wir einen Offroad-Umbau machen, dann ist das sowieso noch mal ein gutes Stück mehr gesetzt einfach nur. Da müssen die Gänge ja noch weiter kurz sein. Denn im Gelände möchte man im Idealfall gar kein Turboloch haben. Aber ja, wie gesagt, der geht wunderschön um die Kurven. Da kann ich wirklich gar nichts ankreiden. Das Allradsystem funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben nur ein geringes Untersteuern, wie ich finde. So, wir geben uns auf die Zielgeraden. Bleiben im fünften, das reicht auf jeden Fall. 231 km/h.
über die Zielgeraden, das ist nicht wenig und wir haben eine Zeit von 2 Minuten 10, 4, 6, 5, befindet sich damit beim Nissan Skyline R34 und der Toyota Supra, aber auch beim VW Scirocco R. Den Mitsubishi Lancer Evolution 8 hat er auf jeden Fall geschlagen. Gut, der Evo 10 wäre jetzt halt noch interessant im Vergleich, den kann ich ja irgendwann mal in naher Zukunft fahren, aber ja, das ist auf jeden Fall die Zeit, die er hier jetzt gesetzt hat. Und ist auf jeden Fall ordentlich. Ich finde, einen Tacken schneller müsste er fast sein, weil die Fahrzeuge, mit denen er sich hier gerade auf einem Niveau befindet, klar, ein Skyline und eine Supra sind sportliche Fahrzeuge, aber die sind schon fast 20 Jahre alt. Die sind auf jeden Fall 15 Jahre älter als der Subaru hier. Und die Supra hat nicht mal Allrad, also die hat am Start einen Tacken mehr verloren. Ich würde sagen, eine Sportkur würde dem nicht unbedingt schlecht tun. Aber wir werden den Wagen jetzt natürlich auch nochmal im Gelände testen. So, da steht nun der Subaru WRX STI an der Startlinie. Wenn die KI hier mal wieder Startchaos verursacht, soll uns aber nicht beeinträchtigen von der Zeit. Ja, und darf jetzt zeigen, ob sich im Prinzip das bestätigt, was wir gerade gesehen haben. Eben ein sehr direktes Fahrverhalten. Ohne Traktionsprobleme. Und ohne großartiges Untersteuern. Ist natürlich auf dem Gelände nochmal definitiv eine leicht andere Nummer als auf der Straße. Aber, naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie er das meistern wird. Gerade hier mit diesem sehr technischen Abschnitt am Start. Bis wir zum Asphalt einbiegen, kann man da schon definitiv einiges rausfinden. Ja, was im Gelände natürlich nochmal ein ordentliches Stück mehr zum Negativfaktor auffällt, ist das Getriebe, ganz klar. Es ist einfach so, dass du gerade im Gelände ein Turboloch nicht gebrauchen kannst, auf gar keinen Fall. Wenn du den Wagen in die Kurve reinschmeißt, dann musst du dich auch im Zweifel darauf verlassen können, dass du die Leistung anliegen hast, um mit dem Arsch so weit rumzukommen, dass du ihm quasi so ein bisschen die Kurve im Slide nehmen kannst. Das traue ich mich mit dem Subaru gerade tatsächlich nicht. Und da glaube ich einfach tatsächlich, wenn das Getriebe einfach nur ein Stückchen kürzer wäre, dann würde er hier einiges besser rüberkommen. Aber trotzdem hat er in meinen Augen den technischen Abschnitt sehr, sehr gut gemeistert. Also gerade dafür, dass das hier ein Serienfahrzeug ist und wir eben keine Geländereifen haben, kein Geländefahrwerk haben, was auch immer, sondern wir wirklich die Serienmission haben, was ja am Ende des Tages immer noch eine Straßenvariante ist. Dafür muss man tatsächlich sagen, kommt er hier super schön rum. Und auch im Gelände kann man ihn immer noch sehr präzise einfach bewegen. Ohne dass man sich Gedanken machen muss, großartig. Eben mit diesem einen Abstrich, dass man ihn nicht so in die Kurve reinschmeißen kann. Auf einer sehr verlässlichen Basis, aber ansonsten kannst du ihn wirklich einfach den Scheitelpunkt zeigen und da eben sagen, okay, genau dahin sollst du, und das macht er im Regelfall dann auch. Das ist wirklich, ja, das ist beeindruckend, das muss ich wirklich so sagen. So, und auch hier kommt er tatsächlich sehr, sehr schön rum. Das ist ja ein sehr unebener Abschnitt am Ende. Also gerade Fahrzeuge mit einem harten Fahrwerk haben hier eigentlich Probleme, aber auch das kann der Subaru einfach. Also da wirklich Hütchen ab, Subaru. Und wir haben eine Zeit von 3 Minuten 7. 992 ist damit. Knapp 15, ja sagen wir 16. hinter dem Mitsubishi Lancer Evolution 10. Und auf der Offroad-Teststrecke würde ich sagen, so 8/10 ungefähr bist du gleich schnell, wenn du da bei den anderen Fahrzeugen in der Nähe bist, weil hier einfach noch viel mehr Faktoren reinspielen, wo der Fahrer vielleicht, also ich, die Kurve nicht so genommen hat, wie das ungefähr gehört. Ja, das ist auf jeden Fall genau da, wo ich ihn gesehen habe eigentlich. Genau da,
wo der Wagen stehen sollte. Ich glaube tatsächlich, dass der Evo einen Tacken schneller ist. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Aber eben nicht zu extrem. Und das muss ich sagen, finde ich sehr schön. Finde ich sehr, sehr schön, dass das hier auch auf der Teststrecke so repräsentiert wird. Und ich würde sagen, wir werden den Wagen jetzt dann auch erstmal aufbauen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr die Idee prinzipiell gut findet, auch mal einen Wagen, wenn es natürlich passt, über beide Teststrecken zu fahren und nicht nur über eine. Aber ich habe mir prinzipiell auch, ich habe beschlossen einfach, dass ich mehr auch die normale, Quatsch, nicht die normale, die Offroad-Teststrecke verwenden möchte. Denn bisher kam die relativ selten zu Trage. Wir haben gerade mal 15 Fahrzeuge darauf getestet, die Hälfte davon ungefähr in dem Stream. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich die Audioeinstellung richtig habe. Ja, doch, habe ich. Da sollen auf jeden Fall ein paar Zeiten mehr stehen. So, wir werden den Wagen jetzt erstmal aufbauen. Wie gesagt, es soll ein Geländeumbau werden. Ich könnte auch einen Straßenumbau machen, aber das, glaube ich, ist dann was für eine andere Folge, wenn ich den nochmal auspacken möchte. So, gucken wir mal, was geht. Wir können einen V8 einbauen. Das finde ich prinzipiell sehr schön, aber lassen wir mal 2 Liter Flat 4 Turbo Rally. Oder ein 4 Liter Flat 6, also 6 in der Boxer, aus dem Porsche eben. Das hier könnte der aus dem Rally Subaru sein, den wir auch hier im Spiel haben. Aber nichts dabei, was ich jetzt unbedingt einbauen möchte in den Wagen. Ja. Ja, doch, nehmen wir mal ran. Das sieht gar nicht so doof aus, tatsächlich. Aber ich lasse es aber mal weg. Die Mudflaps sind natürlich nicht schlecht. Das ist halt auch geil, weißt du? Wir machen Mudflaps dran und verlieren Luftwiderstand. Da darfst du mir auch mal erklären, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich die ranmachen würde. Das ist mir fast einen Tacken zu extrem. Ich würde einfach sagen, wir machen nur die Hutze dran. Aber die Stoßstange sieht doch ein bisschen Panne aus. Ja, wie machen wir es? Ich würde es einfach mal so halten und würde vielleicht nach dem Design suchen. Später. Ja, die Offroad-Reifen kommen dran natürlich. Und da machen wir auch 2,75er drauf. Das reicht. Und zwar vorne und hinten. Die Reifen holen wir ein Stückchen raus auf jeden Fall. So. Ja, Kupplung würde ich sagen, nehmen wir mal die Sportkupplung, aber auf jeden Fall ein Renngetriebe. Ich muss das einstellen. Alles andere wäre absoluter Schwachsinn. Die Bremsen fand ich ehrlich gesagt ganz nett. Ich würde sagen, wir gehen mal nur auf Sportbremsen. Aber ein Offroad-Fahrwerk muss auf jeden Fall rein. Die Stabis müssen rein. Die muss ich in jedem Fall einstellen können. Rein für die Optik würde ich auch mal einen Überrollkäfig reinballern, weil warum nicht? Das Gewicht holen wir dann durch eine Gewichtsreduzierung wieder raus, plus noch ein bisschen mehr. Und einen Tacken mehr Leistung kriegt er aber auf jeden Fall. Ich würde ihn gern ein bisschen höher drehen sehen. Die Sportnockenwelle reicht da aber. Einen Rennauspuff möchte ich gerne haben. Sportansaugsystem. Vielleicht noch eine Turbostufe und dann aber noch die Schwungscheibe. Dann stehen wir leistungstechnisch ungefähr bei 400 PS. Das sehe ich tatsächlich bei dem Wagen. Das bisschen mehr Leistung. Gut, bisschen, ne? Knapp ein Drittel mehr. Verträgt er in meinen Augen. Jetzt muss das Ganze natürlich noch eingestellt werden. So, und wie gesagt, Getriebe muss kürzer. Und das sollte reichen an sich, hoffe ich mal. So. Stabis machen wir erstmal die 115 Einstellungen. Fahrwerk nehmen wir mal so ungefähr hin. Und da ich ja in der Vergangenheit relativ oft den Fehler gemacht habe, meine Wagen zu hart zu stellen von den Dämpfern, stelle ich die jetzt prinzipiell einfach mal ein bisschen weicher. Und 68% aufs Heck sollte gehen eigentlich. Suchen wir noch, halt, da wollte ich nicht hin, ein Design. Was finden wir denn so? Was finden wir?
Das ist halt ein Klassiker einfach nur. Ich finde es halt schade, dass mir hier relativ viele Designs angezeigt werden, die halt nicht viele Downloads haben. So hier beispielsweise. Warum werden mir die angezeigt? Bei den Designs beispielsweise, die ja der Micha erstellt hat, die auch ehrlich gesagt ganz geil aussehen, wenn ich das gerade so sehe. Oh, Micha, wenn du das siehst, ne? Falls du das siehst, Micha. Ich werde es ja auch nochmal auf WhatsApp schreiben, aber möchtest du vielleicht so in Blau statt der anderen Farbe so in Blau? Das könnte ich mir geil vorstellen. Aber ich glaube, ich nehme davon eins. Aber wie gesagt, dass mir die vorgeschlagen werden, ist klar, weil Micha ist in meiner Freundesliste, aber die hier verstehe ich halt nicht. Die finde ich eigentlich echt geil. Wie gesagt, am besten würde ich es mir in Blau vorstellen. Ich würde aber sagen, wir nehmen Orange. Orange finde ich fast am schönsten. Das ist so ein Design. Ich kann mir gut vorstellen, wie Micha da rangegangen ist. Der hat einfach gesagt, ich will was machen. Hat dann mal gemacht. Und dann entsteht sowas dabei. Und ich finde aber, das sieht sehr, sehr cool aus. Also, nicht schlecht, nicht schlecht, Micha. Hütchen ab. Das gefällt mir auf jeden Fall. So. Ja, hat was, ne? Aber wie gesagt, im Blau finde ich es noch geiler. Wobei, beziehungsweise, warte mal. Hat das vielleicht im Blau hochgeladen und es wird nur noch nicht angezeigt? Wäre auch möglich. Auf jeden Fall. Lass mich nochmal suchen. Nach Ersteller vielleicht. Huch, ja, ich sollte auch nach aktuellem Auto suchen. Das waren sonst ein paar viele Designs. Ah, das gibt's in Blau. Sehr schön. Ja, doch, 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 doch. Okay, hab nichts gesagt. Alles gut. Hätte mich auch arg gewundert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Aber doch, in Blau ist es definitiv am schönsten. So. Ja, doch, das sieht doch viel besser aus. Ja, gefällt mir. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir rennen, weil dafür sind wir da am Ende des Tages. Und zwar würde ich sagen, wir fahren einfach mal den Kurs hier. Den fahre ich nicht sehr häufig. Und auf einmal haben wir ein sehr, sehr krasses Ausatmen des Turbos. Kann man machen. So, also eigentlich sollte der Wagen an sich nur eine Verbesserung jetzt in allen Bereichen sein. Weil die Basis, wie gesagt, hat mir super gut gefallen, auch im Gelände. Da müsste eigentlich... Boah, 1,32 Bar. Okay, krass. Aber da musste ich an sich nicht viel verändern. Ich musste halt nur alle Aspekte in Tacken besser machen. Mit dem Volvo muss ich ein bisschen mehr kämpfen, das gebe ich zu. Was haben wir hier schon, die ersten Tester? Denn seit wann? Seit wann ist hier ein See? Man lernt nie aus. Vor allem noch so nah neben der Straße und ich habe ihn nie gesehen. Krass, okay, ja, doch. 400 Metern links abbiegen. Also natürlich kannte ich den, das steht ja außer Frage. Okay, ich muss das Fahrwerk nochmal ein Stückchen weicher stellen. Ja, das Fahrwerk, nicht den Radsturz. Und vielleicht auch mal hier direkt ein paar Klicks nochmal runter. So. Ja, sieht doch deutlich schöner aus.
Und das geht auch. Wunderbar. Okay. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass das so funktioniert jetzt, dass ich eben auch mal den Arsch ein bisschen rumschmeißen kann und das ohne die Handbremse zu ziehen, dann wäre das ja auf jeden Fall sehr angenehm, finde ich. So. Aber ja, das hier ist eine sehr technische Strecke auf jeden Fall. Da gucken wir mal, wie der Wagen hier funktioniert. Am Start kommen wir leider leicht in das Turboloch trotzdem rein. Liegt einfach daran, dass wir die Drehzahlen am Start leider nicht kontrollieren können. Ansonsten wäre das kein Problem. So. Aber der Wagen geht hier echt schön rum bisher. Auch mal hier innen vorbei. Ich bin ja generell, das weiß sein oder andere schon, aber ich bin generell eher ein Subaru-Fan als ein Mitsubishi-Fan. Ich finde die optisch einfach super geil. Und auch eben die Motoren, diese Vierzylinder-Boxer-Motoren, sind in meinen Augen einfach so ziemlich fast das Geilste, was Japan je gebaut hat. Oder Korea, wie Ray sagen würde. Kleine Insider aus Horizon 2. Geht hier so smooth rum, ne? Generell habe ich aber das Gefühl, man sieht sehr wenige Imprezas in Deutschland. Also nicht nur auf die WRX-Modelle bezogen oder die STIs, sondern generell Imprezas sehe ich relativ selten hier in meiner Gegend. Wenn ich einmal im Jahr eins sehe, dann ist das viel, aber vielleicht ist das in anderen Gebieten von Deutschland ein wenig anders. Aber bei mir eben eigentlich nicht. Und genau das meinte ich. Pass auf, ich bin ja gerade so, hab eine Karte reingeschmissen, der Arsch ist ein bisschen umgekommen. Und das habe ich eben gemacht, weil ich wusste, ich kann es bringen, ohne dass der Wagen mir in der Kurve in ein Turboloch reinfällt. Das ging mit der Serienversion nicht. Und das alleine hat, glaube ich, schon super viel gekostet von der Zeit her. Weil manchmal ist das einfach ein Tacken schneller. Nicht immer, auf gar keinen Fall. Aber gerade im Gelände gibt es nun mal Gebiete, wo das schneller sein kann. Das muss man halt abwägen. So. Ja doch, finde ich nicht schlecht auf jeden Fall, wie der hier jetzt gerade dasteht. Ein paar leichte Änderungen möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ansonsten ist das, wie gesagt, einfach nur das, was ich ja vorhatte mit dem Wagen. Einfach nur eine leichte Verbesserung. Ich möchte noch mal einen Tacken weniger Reifendruck geben. Getriebe noch ein Stückchen kürzer. Bisschen weniger Nachlauf. Stabis dafür noch ein bisschen mehr verändern. Hinten darf er noch einen Tacken härter werden. Weicher meinte ich, Entschuldigung, weicher. Und ein bisschen mehr Power ans Heck. Wie gesagt, nur ein paar leichte Veränderungen, die aber hoffentlich viel bewegen können. Dieses Ausatmen einfach nur vom Turbo. Das ist grandios, also wirklich. Man kann über die Sounds von Forza sagen, was man möchte. Aber die Turbo-Sounds, die sind gut. Kompressor könnte in meinen Augen noch einen Tacken geiler klingen, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, die könnten noch mal so ein bisschen mehr weinen. Gerade so eine Corvette oder ein Demon.
Klar, man hört die auf jeden Fall. Aber wenn du da die Motoren mal in echt gehört hast, dann ist das noch nicht mit dem, was wir hier in Forza haben, zu vergleichen. Aber die Turbomotoren, aus meiner Erfahrung zumindest, sind ganz gut getroffen hier. Du hast dein Ziel erreicht. So, nehmen wir mal nochmal eine etwas grippigere Strecke. So. Ja, vom Start geht er jetzt auf jeden Fall einen Tacken besser weg. Den habe ich verpasst, oder? Ja, das war klar. Da habe ich leider einen Fahrfehler gemacht. Wir sind zu weit innen gefahren. Weil ich gedacht habe, dass der andere ein bisschen mehr rüberzieht, aber der hat mir tatsächlich den Platz gelassen. Also ja, der Start gefällt mir auf jeden Fall besser. So. Bisschen anlehnen. Motorsport ist Kontaktsport. Ich nehme halt die normale Linie. Und nicht die schnellere, aber definitiv riskantere Linie. Du kannst halt in der vorletzten Kurve links am Baum vorbeifahren. Dadurch bist du schneller, du nimmst mehr Speed auf die Geraden mit. Aber das ist halt nicht viel Spielraum. Das sind im Prinzip ja, 1,5 Wagenbreiten. Steig doch nicht auf die Bremse, Flute. Halt nicht in Kurven, die man mit Sicherheit mit Vollgas nehmen kann. Okay, ein Sieg wird schwer, aber ein Podium ist noch möglich auf jeden Fall. Je nachdem, wie gut ich hier jetzt durchkomme. Ja, ich komme ran. Das ist halt echt eine Strecke, die super kurz ist. Hier nach vorne zu fahren, ist nicht leicht, aber hat gereicht auf jeden Fall fürs Podium. Nehmen wir mit P3. Das ist für 3 Runden auf jeden Fall sehr solide. Noch eine Runde mehr und dann hätte das funktioniert. Yes, 120.000. Warum habe ich eigentlich immer den Singleplayer-Folgen so ein Wheelspin-Glück? Warum kann ich das nicht mal einen Wheelspin haben? Das wird echt deprimierend. Den Millionenspin hatte ich letztens erst. Ja, das Design kriegt auf jeden Fall ein Like, Micha. Hast du schön gemacht. Jetzt 120.000 nochmal. Und den Wheelspin dann Gesamtsumme 35.000 oder so. Es ist doch immer das Gleiche. So, ich würde sagen, wir nehmen nochmal den Sprint hier am Ende. Das ist ja auch nochmal ein sehr technischer Kurs, aber die Änderungen, die ich gerade getan habe, die gefallen mir auf jeden Fall sehr gut. Das hilft, also gerade die Verteilung aufs Heck nochmal, hilft nochmal ein bisschen mehr eben, den Wagen so ein bisschen mehr in ein slidigeres Fahrverhalten zu bringen. Und das musst du mit einem Wagen, der so einen Radstand hat, einfach machen. Also du kannst auch einen Wagen bauen, der unfassbar Traktion hat, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, da sprechen die Grundeigenschaften vom Subaru her nicht unbedingt dafür. Also ja, du kannst es trotzdem versuchen, du kannst es auch machen. Aber ich glaube, schneller bist du, wenn du den in dieses Fahrverhalten hier reinbringst. Oh Gott! Da hätte ich nicht von der Bremse runtergehen sollen. So. Hier zu überholen ist nicht leicht, aber es ist möglich auf jeden Fall. Jetzt noch hier am Fokus vorbei und dann muss ich eh nicht mehr überholen. Kannst ihn halt so präzise um die Kurven schmeißen. Man merkt halt auf jeden Fall, dass der Wagen sich hier wohlfühlt. Also der gehört hier hin, ganz eindeutig. Das sage ich im Regelfall nur über andere Fahrzeuge, so ein Ferrari beispielsweise. Aber der Subaru, der ist hier zu Hause einfach. Das kann man nicht anders sagen. Und mich würde aber gerade bei dem Wagen auch echt ein Performance-Aufbau reizen. Könnte ich mir sehr, sehr cool vorstellen. So. Ja, damit auch dieses Rennen hier gewonnen. Gar kein Problem. Also, außer ich verkacke jetzt die letzte Kurve, aber glaub ich mal nicht dran. Nope, gar kein Problem. Das machen wir so. Ja, also ich bin sehr zufrieden damit. Das passt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. So. Aber die Frage ist natürlich, wo euch das Tuning gefällt. Da könnt ihr mir sehr gerne Feedback geben. Denn ich lade das natürlich selbstverständlich für euch noch hoch. Ich nenne es einfach mal Rally. Falls ich nämlich mal den Performance-Aufbau mache, dann habt ihr da den leichten Unterschied. So. Ja, ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.